Moin Moin und herzlich willkommen zurück im LS19 auf der Südthema Map. Ich bin's euer Ernie, wer hätt's gedacht? Ja, ich stehe hier vor unserem Feld, was wir jetzt letztens ja Pflanzenschutz und Dünger gemacht haben. Das sieht alles sehr gut aus. Das ist hier im Wachstum wunderbar. Wir haben ja hier Hafer drauf. Das läuft alles wunderbar. Ja, mein Wumpar gestern. Ich habe den Ladewagen, wie man so schön sieht, auch schon wieder rausbekommen. Habe das dann auch reingekippt. So viel dazu. Ich denke mal, da werden wir wahrscheinlich mit dem kleinen Kipper dann arbeiten müssen, mal, um das besser hinzubekommen. Ja, wir haben wieder viel zu tun. Und zwar, ganz kurz gezeigt, unser Feld 14 ist erntereif. Ja, das werden wir auch gleich machen. Als nächstes bringen wir ihn erstmal hier in die Spur. Zu unserer Wiese. Dort werde ich dann mit Curseplay ihn sie mähen lassen. Damit wir uns dann erstmal den ums Feld hier kümmern können, sprich den Drescher drauf, dass der das schon mal ab erntet. Wir werden dann zwischendurch ihn abtanken, ganz klare Geschichte. Und nebenbei werden wir noch weiter unsere Tiermischproduktion befüllen. Ja, soweit erstmal der Plan für heute, sage ich jetzt mal so. Das steht dann soweit. So, ich glaube, ich habe das Tor hier auch noch aufgelassen. Sehr gut, das müssen wir bloß gleich schließen. Sonst kommt er da nicht dran vorbei. So, einmal in die Außenperspektive. Dann wollen wir ihn mal aufklappen. So. Jetzt muss ich allerdings gucken, wo jetzt er hier den Kurs hatte. Aber das kriegen wir ja gleich raus. So, zack. Ach Quatsch. Quatschikowski, wir haben noch einen Kurs. Wiese hier unten. Mähen. Der fängt. Ach so, der fängt ab da vorne an. Okay, dann fahren wir da vorne auch hin. Kommt da dran vorbei? Das ist eine Colli? Ja, es ist eine Colli. Dann machen wir mal schnell zu. Zack. Na, willst du nicht? Willst du nicht? Willst du nicht? Willst du nicht? Na jetzt. Meine Herren. Zickt er überhaupt nicht. So, jetzt fahren wir nochmal zurück. Bringen ihn in die Spur. Damit er dann jetzt hier in die Gänge kommt. So, noch kurz geguckt, hat er die Schwattablage drin? Schwattablage ist drin, sehr schön. Okay, dann können wir dich so einstellen. Zack. Viel Spaß. Have a nice day. So. Ja, jetzt müssen wir ihn hier in die Spur bringen. Wir müssen jetzt zu unserem Feld, damit wir das geerntet bekommen. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier hinten auch durch. Ja, müsste eigentlich klappen. Hier haben wir übrigens auch noch eine Werkstatt. Können wir dann, ja, unsere Fahrzeuge noch konfigurieren. Entschuldigung. Ah. Gidi. So, dann wollen wir mal unseren. Ah, es müsste. Wir machen es mal da vorne. Das ist hier übrigens unser Schafstall, ne? Ja. So. Dann können wir ihn schon mal wieder aufklappen. So. Zack. Klappen wir es auch gleich zu. Sehr schön. Und jetzt will ich mal gucken, ab wo er den Kurs gemacht hat. Ich glaube, ich habe ihn mitten reingesetzt. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Das war jetzt hier. Moment, wir gucken mal. Kann ich gar nicht gucken jetzt? Ah, Moment.
14 war es ja. So, Feld 14. Da haben wir Dreschen. Nö, fängt da vorne noch an. Na gut, das können wir auch so hinnehmen. Ja, der hat hier so ganz komisch hier noch Mais an der Seite. Das müssen wir dann mal alles ein bisschen weggrubbern. Ach, das ist ja bei so bei Eingruber brauchen wir auch noch dann mal. Aber das wird wahrscheinlich dann erst zum Tragen kommen, wenn wir Kartoffeln und sowas anpflanzen. Sojabohnen. Gut, das kannst du jetzt erstmal machen. Sehr schön. So, ne, den kleinen brauchen wir jetzt ja noch nicht. Wenn erstmal hier den Motor. Oh Gott, sieht der aus. Na, den werden wir jetzt erstmal schnell waschen. Igidigidigidigid. Ja, man kommt echt zu nichts, ne? So. Dann werden wir ihn erstmal schnell waschen und dann werden wir uns. Ja, für die großen Sachen, da können wir jetzt noch den, na, ich sag mal. Na, den Ladewagen nehmen. Aber für das Heu, also das spielen wir mal nicht nochmal, dann nehmen wir uns dann den kleinen. Brauchen wir ja sowieso dann. Obwohl, nee, wir machen das jetzt nur mit dem kleinen, weil wir müssen ja zwischendurch auch noch den anderen abtanken. Genau. Oh, das nehmen wir auch noch. So, zack. Dann wollen wir mal. So, da vorne steht da drinnen. So. Zurück. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, fangen wir mit dem Strom mal an. So, warte mal, das Rohr, ja, passt das so einigermaßen? Ja, passt. Ja, sehr schön. Läuft. Was haben wir jetzt hier drin? Was kriegen wir hier rein? 21.000 Liter oder so? Ja. 21.000 Liter, das ist ja auch nicht gerade wenig. Damit können wir unsere Produktion, unsere Tiermischproduktion, also die TMR, die totale Mischration befüllen. Wir haben jetzt auch schon, so wie ich gesehen hatte, 84.000 Liter an, sag schnell. An der TMR, an der totalen Mischration, haben wir schon fertig. Von daher natürlich nicht schlecht. Und dann können wir uns auch bald um die ersten Kühe kümmern. So, das laden wir jetzt mal ab. Halt, nee, das war der falsche. Upsassa. Das wollten wir ja. So, Strom müsste hier in der Mitte sein. Das lädt da rein. Ah, ich denke mal, mit dem Kleinen ist das einfach besser. Zeige das jetzt auch an. Zeigt er auch das jetzt an? Na, obwohl, er hat es jetzt ziemlich früh schon um die 21.000 Liter, ne? Okay. So. Dann fahren wir jetzt erstmal rüber um die Silage, weil wenn wir alle drei einmal jetzt schon mal drin haben, dann fängt er ja auch gleich an wieder zu produzieren. Also von daher nicht schlecht. So. Wollen wir ja auch noch drunter fahren. Silage wollen wir. Ups, jetzt habe ich mich verdreht. Jetzt habe ich mich verdreht. Jetzt haben wir ihn wieder richtig. Jawohl. Ja, jetzt fahren wir halt mal so ein bisschen rum, ne? Jetzt müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen beladen. Aber wir sehen ja auch ein bisschen was. Es ist ja nicht so, dass wir nichts sehen.
Wo ist er? Er ist schon da hinten. Alles klar. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das wundert mich doch sehr, diese Mais-Scheiße hier an der Seite. Aber gut, das werden wir bei Zeiten dann auch alles abnehmen. So, dann wollen wir mal Silage. Silage. Ach, immer den falschen, du. Da schmuggelt er rein. Sehr schön. Ja, das hat schon was, ne? Wenn man die ganzen Produkte, also die ganzen Rohstoffe hat, sprich Stroh, Silage und Heu. Und dann dir so eine Anlage, das macht es doch um einiges einfacher, weil du brauchst dann halt auch keinen Futtermischwagen mehr, ne? Du produzierst es quasi jetzt selber. Und von daher nicht schlecht. So, hier, der Ort meiner Schande von gestern. Unglaublich. So. Wollen wir mal kurz gucken. Hoi. Ja, läuft rein. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt Spielzeit 16:46 Uhr. Man merkt es auch so ein bisschen, die Sonne kommt tiefer. Ne? Dämmerung tritt ein. Alles läuft soweit. Es wird gedroschen, es wird gemäht. Wir können uns jetzt um solche Dinge kümmern. Herrlich! So stelle ich mir das vor. So. Sehr schön. Sehr schön. Dann wollen wir mal kurz gucken. Und zwar in unsere Tabelle hier. Hier können wir es ja auch nochmal sehen. Wie gesagt, wir haben bis jetzt 85.000 totale Mischrationen. Das haben wir noch an Silage. Das haben wir noch an Heu. Beziehungsweise verändert sich das auch ein bisschen, weil er zählt auch das mit, was jetzt hier drin ist in der Anlage. Warum auch immer. Okay. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein, zwei Runden. Und dann können wir auch schon. Was hat er? 28% unser Drescher. Da oben links übrigens könnt ihr das sehen bei mir. Unten ist der Drescher mit Sojabohnen, 28% angezeigt. Da drüber ist unser Deutz, der mäht. Ja, der mäht halt. Ne? Was? Hier geht auch Heu rein? Ach so, ja, aber. Wo haben wir es denn jetzt? Stroh oder? Zack. Ja, das ist hier ein Lager für. Da steht ja auch Stroh, Gras, Heu, Tabak und Hackschnitzel. Warum nicht? Kann man machen. Ja, der Hof bietet so einiges, ne? Also das muss man ganz klar so sehen. Der bietet echt einiges. Das ist schon eine tolle Sache. So, jetzt werden wir die Kurve kriegen. So. Sehr schön. Der sitzt mir immer noch bei 28%. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Ist ja komisch. Warte mal. Was hat der denn jetzt hier? Der mäht ja gar nicht. Der mäht gar nicht wirklich weiter hier. Was hat er denn jetzt hier für ein Problem? Na, Moment mal. Den müssen wir jetzt mal rausbringen. Entlassen. Das ist ja merkwürdig. Da hat er aufgehört. Also, es tun sich hier Dinge auf. Sind ja der absolute Wahnsinn, ne?
Jetzt macht er weiter. Okay, dann würde ich sagen, machst du am nahegelegsten weiter. Also was das jetzt soll, ich weiß es auch nicht, Freunde. Es kam mir nur immer gerade so komisch vor, weil der immer noch bei 28% war. Das kann es ja nicht sein. Aber gut. Dinge passieren. Merkwürdig. Aber jetzt mal kurz gucken. Jetzt scheint das ja zu machen. Ja, hier ist, wie gesagt, ihr seht es von hier oben auch Unkraut drin. Das liegt daran, weil als wir angefangen haben, die Felder sind dann meistens nicht so gepflegt. Sprich, hier ist Unkraut drin. Das war ja, das habe ich ja dann schon besessen. Also das machen wir jetzt hier alles nach und nach dann fertig. Das heißt, der Ertrag wird jetzt hier auch nicht gerade der dollste sein. Aber egal, wir werden das Feld dann wieder schön herrichten. Auch hier diese Maispitzel da weg. Und dann werden wir das auch wieder vernünftig dann ansehen auch. Und dann kriegen wir unsere Felder hier auch sehr schön in den Griff. Jetzt will ich nur noch mal ganz kurz warten, dass er die Ecke hier noch mal mitmacht. Vor allem, wie er es macht. Das nimmt er eigentlich sehr schön mit. Das macht er auch sehr schön. Bei Curseplay hat sich ja jede Menge getan. Also der erkennt schon sehr, sehr viel jetzt. Also ich finde, das Programm läuft jetzt echt super. Da kann man nicht meckern. Das ist schon in Ordnung. So, zieht er da rum. Und macht das dann. Na, jetzt müsste es eigentlich laufen. So. Was hatten wir jetzt? Stroh hatten wir jetzt reingebracht, ne? Also noch eine Runde Silage, eine Runde Heu. Und dann müsste er ja auch schon bald soweit sein. Ja, das ist echt merkwürdig, ne? Dass er das sich auf einmal. Wer weiß, woran es gelegen hat. Wer weiß. Ich sage ja, ist alles mysteriös hier. Manchmal echt, ne? Das ist schon verrückt. Ah, da rücken wir doch. So. Komm. Zack, zack. So, jetzt macht er das doch hier vernünftig, oder? Zumindest sieht es ganz danach aus. Ich habe mich schon gewundert, die ganze Zeit bei 28%, das geht doch gar nicht. Ah, gut. So. Einmal hier rein. Zack. Dann machen wir jetzt noch einmal Heu. Und dann gucken wir mal ganz kurz unsere Bestände nach, aber sonst bringen wir nämlich auch noch eine Lage Silage, aber dazu würde ich dann, aber dazu würde ich echt den Großen empfehlen, sonst lohnt sich das gar nicht. Obwohl, noch haben wir Geld, das Einzige, was jetzt noch teuer werden kann, sind erstmal Kühe. Und was wir dazu noch alles bräuchten, aber mal gucken. Mal schauen. So, jetzt nehmen wir hier nochmal Heu mit. Start. So, er nimmt jetzt da alles mit, jawohl, er schießt auch hinten raus. Das heißt, das funktioniert. Wir sehen es hier oben auch. Er, die Prozentzahl steigt. Sehr schön. Er ist jetzt schon über 50%. So. Dann können wir warum der hier immer hakt? Ich hake nirgends mal, ich verstehe es auch nicht. Aber gut. Dann ist das so. So. Er kippt jetzt noch die Runde hier ab.
Sehr schön. Jetzt sehen wir es nämlich hier auch. Das ist eigentlich das Heulager. Aber wenn er hier reinprügelt, zählt er das wieder mit dazu. Das heißt, er nimmt das Essen weg, zählt es dann wieder mit dazu. Sehr komisch, aber was willst du machen? So, wir sind schon bei 93.000 Liter. Ich denke mal, mit dem, was wir jetzt reingekippt haben, haben wir dann auch erstmal genug an TMR, was er jetzt noch produzieren tut. So, wir können dann jetzt im Prinzip jetzt habe ich jetzt 11.000, wir kriegen 21.000 hier rein. Warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Was ist das hier? Da können wir reinmachen. Silage, Häckselwurz, Zuckerrohr, Kuhfutter, Schweinefutter. Okay. Okay. Ach so, weil wir ja kein Multisilo haben. Verstehe. Alles klar. Alles klar. So, dann können wir jetzt auch mal so langsam zum Feld fahren, damit wir unseren Drescher das erste Mal abtanken können. Wollen wir mal gucken, wo er sich rumtreibt. Da hinten. Ach, fahren wir einmal ums Feld rum. Dann können wir ihm. Fahren wir ihm erstmal kurz nach. Er müsste es ja gleich haben. So. Aha. Okay, dann können wir schon mal eins machen. Ich sehe gerade. Der hat hier seine Aufgabe erledigt. Wie geil ist das denn? Dann können wir ihn nämlich schon mal entlassen. Können mit ihm dann auch schon mal wieder hier rausfahren. Hat er alles schön gemäht? Ja, herrlich. Sehr schön. So. Dann können wir nämlich dann in der nächsten Folge oder whatever mal sehen, wie wir es machen. Dann müssen wir ja wieder das Gras reinbekommen. Wenn wir Schafe haben wollen, müssen wir uns überlegen, das Gras dann zu sammeln, damit wir Schafe Futter haben. Also ein Teil wird auf jeden Fall wieder in die. Sag schnell. In den Fermenter kommen, Heu trocknen und dann vielleicht noch ein Teil. Müssen wir mal gucken, wie wir es aufteilen. Damit wir vielleicht von jedem etwas haben. So. Zeit zum Waschen habe ich noch. 86%. Dann kann ich den noch schnell fertig machen hier. Sieht auch immer aus wie Sau nach dem Mähen, ne? Meine Fresse da. Oh. Zack. Machen wir ihn mal fix sauber. Ich meine, so schlimm ist es ja eigentlich nicht. Na gut, ein paar Gebrauchsspuren hat er schon. Aber es tut ja auch was, ne? Das Mähwerk, das ist ja immer im Einsatz. Das ist ja unsere Haupt. Ja, ich will jetzt mal sagen, es wird wohl mit unserer Haupteinnahmequelle werden. Aufgrund Verkauf von Silage. Wenn wir dann natürlich. Hühner haben wir jetzt ja auch schon, wenn die Eier mehr werden, wenn wir Kühe haben und dann die Milch dann auch mehr ist, dann ist das natürlich ganz was anderes. Dann haben wir noch zusätzlichen Verkauf. Sprich, die Milch wird verkauft, damit verdienen wir Geld und alles. Das wird sich dann schon ganz gut aufteilen. So. Machen wir den erstmal ab. Das eigentlich auch hier drinnen machen. So, einmal ein bisschen drehen. Und schon.
kriegen wir den auch so ab. Na? Willst du nicht? Das ist ja komisch. Ach so, ja. Ich Idiot. Aber dann können wir ihn auch gleich nochmal ein bisschen umsetzen. Wir müssen ja das Gerät auch auswählen. Zack. Das war ein bisschen zu dicht. So, sehr schön. Dann können wir hier auch gleich wieder das Gewicht dran machen. Ja, wir überziehen heute mal ein bisschen locker, aber es ist aber auch echt heute ein bisschen viel zu tun. Was willst du machen? Es ist heute aber auch wirklich viel zu tun. An vieles zu denken. Ihr merkt, ich quatsch eigentlich auch nur über das, was ich hier gerade mache. Aber man will ja auch nichts vergessen, ne? So, den können wir schon mal hier abstellen. Sehr schön. So, dann... Oh, er sagt schon abtanken. Oder machen wir das? Wo steht er denn? Da hinten. Alles klar. Dann machen wir das. Wir tanken ihn jetzt das erste Mal ab. Und wenn Curseplay richtig gut funktioniert, dann hat er sich jetzt, hat er sich jetzt so positioniert, dass wir locker daneben kommen. Obwohl, jetzt hat er ja schon das 1, 2, 3. Vorgewende. Da ist ja sowieso Platz. Da hat er das Rohr schon ausgefahren. Wir sehen das da auch schon. Sehr schön. So. Ach, hatte ich ihn gar nicht aktiviert, dass er stehen bleiben soll. Dann müssen wir das noch mal kurz machen. Ärgert mich jetzt. Und zwar geht das über... Wo ist jetzt meine Maus? Aktiviert. Während des Abladens anhalten. Na gut. Dann wird noch mal schnell voll. Das ist ja kein Problem. Das bist du ja ruckzuck. Aber ich habe jetzt kein Problem, neben den herzufahren. Okay, okay, okay. Dann gehen wir wieder in den anderen. Zack. Ja, jetzt hat er ja schon 11% drinne. Dann warten wir noch kurz. Jetzt hat er schon wieder seine 90. Und dann tanken wir den noch ab und bringen das fix weg, wa? So, Dalle. Das ist eine extrem lange Folge heute. 27 Minuten sind wir schon. Leck mich fett. Aber das ist ja nun mal so. Wenn man einmal drin ist, ne, also ich, klar, man hat so ein, ich sage mal, so eine Art kleines Drehbuch, aber wenn dann so viele Dinge passieren. So, was macht er jetzt? Ah ja, alles klar, er lässt mich jetzt. Sehr schön. Dann ist das halt mal so, ne? Dann ist dann halt mal eine Folge länger. Und dann macht man das eben so. So, und jetzt ziehe ich das noch durch. Das ist mir doch schnurz egal. Ne? Dann machen wir das eben. Dann ist die Folge einfach mal ein bisschen länger. So, er hat jetzt auch schon abgeschaltet. Okay. So. Überladen dauert ein bisschen länger. Jetzt hat das. So, wir haben auch 92% drin, das heißt, wir sind gut voll. Das passt auf jeden Fall schon mal. So, damit haben wir unsere erste Ladung Sojabohnen, die wir einbringen können. Sehr schön. Wie ich schon sagte eingangs, der Ertrag wird da aufgrund von Unkraut und nicht die vernünftige Düngestufe und alles nicht das Beste sein. Aber was willst du machen? Das ist ja halt von Anfang, wie das Feld so am Anfang war. Bevor wir das Spiel gestartet hatten, das ist jetzt eben so. So, jetzt werden wir ihn jetzt hier parken, werden ihn jetzt hier noch schön entladen. So, zack. Ja, Freunde, jetzt aber wirklich Feierabend. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hatte heute sehr viel zu tun, wie ihr seht. Bleibt bitte gesund, das Wichtigste überhaupt in den heutigen Tagen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert meinen Kanal, falls ihr ihn noch nicht habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Ernie. Bis dann. Ciao, ciao.